Hallo ihr Lieben, fühlt euch gegrüßt. Ich muss ein bisschen Licht anmachen, irgendwie ist es hier so dunkel geworden. Wir haben ja am Wochenende 2 Tage Intensivkurs gehabt bezüglich des Emotion Releasings. Die Therapeuten, die ich dort ausbilde nochmal, das sind natürlich zum Teil auch Therapeuten aus dem Humanbereich, Therapeuten aus dem Tierbereich, aber auch einfach interessierte Menschen. Und ich finde das immer wieder so schön, weil du gibst halt ganz viel rein und die Menschen verstehen dann einfach die Hintergründe und warum das so wichtig ist, wirklich sich diese Themen anzuschauen. Ein Trauma kann natürlich auf körperlicher Ebene stattfinden, was weiß ich, durch einen Autounfall, durch einen Sturz vom Fahrrad, ein gebrochenes Bein, eine Schnittwunde, das ist ja alles ein Trauma oder dem Bereich Trauma zugeordnet, sag ich mal so, aber es gibt natürlich auch das Trauma auf Seelenebene. Das Trauma auf Seelenebene ist das, was deine Seele halt verletzt und was in deinem Unterbewusstsein rumschlummert. Wir haben so viele Themen durchsprochen. Ich bin heute noch ein bisschen nicht ganz klar in den Formulierungen, weil es so vielfältig war am Wochenende. Wir haben aber ein Thema besprochen und das ist das Thema überfordert sein. Und das finde ich immer wieder spannend und ich glaube, die Menschen wissen oftmals gar nicht, was sie ihren Tieren antun oder was sie auch ihren Kindern antun. Weil ich sehe das auch ganz oft im Bereich der Kinder. Die Kinder müssen immer irgendwie müssen und müssen und müssen. Und ich selber erlebe das auch. Habe ja nun mal auch einen 8-jährigen Sohn und kriege das auch ganz oft mit, dass die Kinder, werden sie schon extrem über die Schule gedrillt. Das ist so, also die müssen schon ein Leistungspensum absolvieren, wo ich denke, puh, ja, und dann noch den Batzen Hausaufgaben hinten dran, finde ich manchmal schon sehr viel. Dann heißt es, sie gehen ins Wochenende und am Wochenende sind dann Hausaufgaben, irgendwie so einen Text auswendig zu lernen und das im 3. Schuljahr, finde ich schon krass. Mag sein, dass ich das falsch sehe, aber ich finde, das ist schon sehr... Die werden schon sehr, sehr, sehr früh auf Leistung gedrillt. Nicht nur auf Leistung gedrillt, also es fängt ja schon irgendwie auch im Kindergarten an. Dann muss es der Fußballverein sein. Dann geht es schon ganz früh in irgendwie Fußball-Bootcamps und was weiß ich nicht alles. Als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, wie, das fängt so früh an? Ich habe gedacht, das machen die irgendwie mit 10, 12, 14, keine Ahnung, dass die Kinder in Bootcamps vom Fußballverein gehen. Ich finde das teilweise alles sehr, sehr früh und sehr überzogen. Für mich ist das wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen. Alles andere kommt dann irgendwie dann, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auch bei den Pferden ist es so, dass die ja sehr, sehr früh in Leistung gebracht werden. Ob das jetzt, wenn du den Rennsport dir anguckst, da sind die ja schon mit 1,5, 2 auf der Rennbahn. Oder wenn du dir anguckst, Studienleistungsprüfung oder Hengstleistungsprüfung, das sind junge Pferde, die sind ja schon... Mein Gott, wann sind die denn angefangen, ne? Mit 2 ins Training zu gehen oder wie auch immer? Das ist viel zu früh, weil sie sind Kinder. Sie sind Kinder und der Geist ist längst noch nicht so weit entwickelt, dass sie mental diesen Anforderungen auch gerecht werden können. Ja, ob das jetzt die Pferde sind oder ob das die Kinder sind. Das sind kleine Menschen, die noch nicht die geistige Stärke, die mentale Stärke mitbringen, die man ihnen vielleicht voraussetzt, um Leistungssport oder Leistung zu erbringen. Und so setzt sich natürlich unfassbar schnell auch diese negative Emotion des Überfordertseins im Unterbewusstsein fest. Und ich finde das so krass, weil wenn du jetzt guckst in der traditionellen chinesischen Medizin, wonach ich ja sehr gerne gehe, weil ich habe ja die Akupunkturausbildung damals gelernt und ich finde das für mich einfach total stimmig und das passt immer so zusammen, wenn man sich diese ganzen Strukturen und Zusammenhänge mal anguckt und den Körper genauestens durchleuchtet, ja, dann sieht man, was es halt auf körperlicher Ebene mit dem Körper macht. Du hast das Mentale, das Negative, diese Emotion, die Überforderung ist dem Bereich Drüsen und Geschlechtsorgane zugewandt, also zuständig.
Ja? Die Drüsen und Geschlechtsorgane haben natürlich auch im Körper nochmal Aufgaben zu erfüllen. Du hast Drüsen, Geschlechtsorgane, da rein fällt die Hirnanhangsdrüse, da rein fällt die, die Schilddrüse natürlich, Hirnanhangsdrüse, Stoffwechselprozesse werden dort gesteuert. Es kann sein, dass die Kinder oder eben halt bei den Pferden sich dort langfristig Stoffwechselprobleme zeigen, Geschlechtsorgane, Fertilitätsstörungen, Krankheiten in dem Bereich, Gebärmutter. Probleme, ständige Zystenbildung, Eierstockzysten oder zum Beispiel auch die Endometriose. Das ist ja das Gewebe der Gebärmutter, wandert raus und setzt sich quasi im Bauchraum ab. Ja? Das kann die Überforderung sein. Die Überforderung kann aber auch davon kommen, zum Beispiel, dass ein Elternteil bei einem heranwachsenden jungen Menschen emotional nicht zugänglich war oder selbst krank war und der junge Mensch, der heranwachsende Mensch zum Beispiel die Rolle der Mutter oder des Vaters übernehmen musste. Das ist ja auch so oft, ne? Ist die Mutter vielleicht psychisch krank, leidet an Depressionen und kann halt einfach nicht, kann es dazu führen, dass die Tochter oder der Sohn viel zu früh diesen Verantwortungspart übernehmen muss. Das ist, hier geht es nicht um Schuldzuweisung oder sonst irgendwas. Ich sage das immer wieder. Es sind Dinge, die im täglichen Leben einfach passieren. Das kann aber dazu führen, dass der junge, erwachsene Mensch einfach komplett überfordert ist mit dieser Grundsituation. Ja, zum einen ist die Mama oder der Vater, die Stütze, die man ja einfach hat als junger Mensch, nicht zugänglich. Und zum anderen bin ich ja vielleicht noch gar nicht in der Lage, in meinem jugendlichen Leichtsinn irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und dann, und dann vielleicht mich auch noch um ein Geschwisterchen mit zu kümmern und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das ist viel zu groß und das ist viel zu schwer für die Seele des Kindes oder bei den Pferden eben halt diese hohen Anforderungen an den Ausbildungen. Das ist einfach viel zu viel und viel zu früh. Ein Kind, ein Tier braucht den Reifeprozess für sich selber, um sich selber zu entwickeln und nicht, um schon im Vorfeld halt so negative Dinge in sich aufzunehmen. Was macht es nämlich mit dir als erwachsener Mensch? Wir bleiben bei Menschen. Du hast ganz schnell im Leben immer wiederkehrende Situationen, die dich maßlos überfordern, weil du ja quasi das nach außen energetisch ausstrahlst. Kraft der Resonanzen, des Resonanzgesetzes, kommen natürlich immer diese Dinge zurück, die du in deinem Unterbewusstsein oder in deinem Energiefeld abgespeichert hast. So wirst du immer mit Situationen in deinem Leben konfrontiert, die dich auch an Grenzen bringen und die dich einfach überfordern lassen. Ja, du fühlst dich ständig und permanent überfordert, weil du einfach so viel nicht stemmen kannst. Du kannst nicht drei Dinge gleichzeitig machen. Du kannst nur eins machen und dann das nächste. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn du das Gefühl hast, es ist so bei dir, kann das wirklich daran liegen, dass sich diese negative Emotion in deinem Unterbewusstsein festgesetzt hat. Aus einer Situation heraus, die meistens aus der Kindheit oder aus der frühen des Pubertätsalters stammt. Und das kann man sich angucken, da kann man hingucken und da kann man auch Abhilfe schaffen, indem man sagt, wir schauen mal, ob wir diese negative Emotion in deinem Unterbewusstsein auffinden können und können sie dann loslassen. Und auf der anderen Seite arbeiten wir über die Selbstheilungskräfte, die ist eine Form der Regulationstherapie. Wir gehen an die Selbstheilungskräfte und geben dort wieder einen Schubs rein, dass die Selbstheilungskräfte anfangen zu arbeiten. Und das ist immer wieder spannend. Ich glaube, dass die Menschen immer meinen, ein Trauma ist etwas, was halt immer so ein Riesendrama mit sich bringt. Ja, oder es muss ein Riesendrama gewesen sein. Nein. Emotionen, negative Emotionen setzen sich im Unterbewusstsein fest, wenn zum Beispiel solche Dinge im Leben passieren, dass ein Kind viel zu früh in Leistung gebracht wird, ob jetzt ein Tierkind oder ein Menschenkind. Ja, denk mal drüber nach, vielleicht spreche ich dich an.
Und sehr gerne darfst du mich natürlich anschreiben, kontaktieren, wenn du das Gefühl hast, du gehst mit diesem Video in Resonanz. Ich wünsche dir einen schönen Tag, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald, die Sandra.